Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wir gucken uns heute kein neues Handy an, sondern heute soll es mal drum gehen, um Musik aus Lautsprechern und zwar nicht aus Handy-Lautsprechern. Weil das ist natürlich ein bisschen langweilig, vor allen Dingen, wenn ihr vielleicht mehrere Leute seid, dann braucht ihr was Größeres, wie zum Beispiel den Boom 2 von Soundcore. Den will ich euch heute einmal vorstellen. Und so sieht das Ding aus, so spielt es Musik, so leuchtet die LED. Das ist das Ding, was wir uns heute einmal gemeinsam anschauen wollen. Viel Spaß mit dem Video. Ja, Anker ist ja nicht nur für Ladezubehör bekannt, sondern mit der Soundcore-Reihe durchaus auch für Lautsprecher und beim Boom 2 ist jetzt die neueste Generation an Bord. Wir haben hier 60 Watt normalen Output und maximalen Output 80 Watt. Das Ding ist schwimmfähig, es soll 24 Stunden Spielzeit haben und IPX7 zertifiziert, was ja dafür spricht, dass es bei einem Meter ungefähr 30 Minuten unter Wasser sein kann. Dann ist es so, dass wir noch LED-Lights in den Seiten haben sozusagen und das macht das Ganze natürlich spannend. Wir haben wirklich eine richtig gute Soundausstattung mit zwei Hochtönern und einem riesigen Subwoofer in der Mitte, wobei riesig natürlich auf die Größe des Geräts bezogen ist logischerweise, was zu einem wirklich immensen Bassdruck führen soll, sagt zumindest der Hersteller, gucken wir uns dann nachher aber auch nochmal an. Und dass das Thema Bass omnipräsent ist bei der Vorstellung des Gerätes, das seht ihr auch hier auf der Rückseite nochmal, die Bass-Up-Technologie, das ist genau das, was von 60 auf 80 Watt nochmal anheben kann, da gibt es eine spezielle Taste für und trotz der Lautstärke soll das Ganze noch klar hörbar sein, wasserdicht und schwimmfähig, haben wir gerade schon gesagt. Ihr könnt mehrere Lautsprecher miteinander koppeln, auch das natürlich eine super coole Sache, wenn ihr mehrere Geräte habt. Ihr könnt das Ganze als Powerbank benutzen und ihr habt natürlich LED-Lights rechts und links, haben wir auch gerade eben schon gesagt, 24 Stunden Akkulaufzeit und einen Equalizer, den ihr über die App noch nutzen könnt. Die App übrigens verfügbar sowohl für iOS als auch im Play Store, also egal ob ihr ein iPhone oder ein Android-Gerät habt, alles kein Problem. Ja, und all diese Technik, die ist eben in dieses Gerät hier reingeflanscht worden und mir gefällt das optisch ganz gut mit dieser Gitteroptik vorne, ansonsten da wackelt nichts, das ist gut verarbeitet, da ist auch nichts, was irgendwie keinen Druckpunkt hat oder sowas an der Seite, die LEDs, die sind hier so ein bisschen in Anführungsstrichen schwimmend gelagert, um halt eben den Bassdruck auch nach außen geben zu können. Auf der Oberseite dann die Bedienelemente und zwar von einem Ausschalter über Bluetooth, über Steuerungselemente, um das Ganze dann zu koppeln, noch mit mehr anderen Lautsprechern und die Bass-Up-Funktion, das ist ein Multifunktionsbutton zum einen, um von 60 auf 80 Watt anzuheben, aber auch um die LEDs rechts und links entsprechend ein- und auszuschalten. Auf der Unterseite dann nichts mehr, Rückseite bringt dann noch den Ladeport bzw. auch die Powerbank-Funktion mit sich. Der Ladeport ist USB-C, die Powerbank ist leider USB-A, da hätte ich mir tatsächlich auch USB-C gewünscht, aber gut, man kann eben nicht alles haben. Ja, das Ganze ist hier wirklich kompakt verpackt, unter 2 Kilo und durch den Henkel auch wirklich leicht zu transportieren und das, was wir gleich an Bassdruck sehen werden in so einer Box, das passt. Ja, bevor wir uns den Bassdruck angucken, aber vielleicht noch mal ganz kurz zu den LEDs. Die könnt ihr über die App steuern, sowohl ein- und ausschalten, als auch die Helligkeit einschalten, als auch verschiedene Effekte einschalten und da dann auch verschiedene Farben einschalten. Also ihr könnt da quasi vielfältigste Dinge tun, ganz individualisieren, ganz wie ihr es möchtet. Also zum einen ist halt die Darstellung des Lichtes vorgegeben, das sind diese Funktionen und dann könnt ihr halt die Farben, hier zum Beispiel sogar mehrere Farben in der Verlaufseinheit, dann eingeben. Also wenn ihr da individuell kreativ werden wollt, habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, die LEDs da entsprechend zu nutzen. Ja, kommen wir als nächstes zum Bass und den höre ich mir immer mit meinen Referenzsongs an und natürlich ist das nicht objektiv, sondern subjektiv, also sprich meine persönliche Meinung zu diesem Lautsprecher. Und da muss ich ganz klar sagen, dass für das Geld, für das dieses Gerät verkauft wird, knapp über 100 Euro, das, was da rauskommt, ist wirklich richtig, richtig gut. Voraussetzung ist natürlich, ihr mögt Bass. Wenn ihr keinen Bass mögt, dann ist es definitiv nicht das richtige Gerät für euch. Aber wenn ihr auf Bass steht und dann vor allem noch diese Bass-Up-Funktion nutzt, das ist wirklich der Hammer, was da an Bass aus diesem Ding rauskommt. Man muss dazu sagen, dass über den Equalizer natürlich noch ein bisschen in der App auch nachgesteuert werden kann. Also wenn es euch nicht ganz passt, könnt ihr noch nachsteuern. Das ist durchaus eine Option. Und was ich hervorheben möchte, ist einfach, wenn ihr das Ding laut macht, das wird nicht scheppernd oder sowas, sondern das bleibt wirklich klar. Und das rechne ich einem Gerät für knapp über 100 Euro auf jeden Fall hoch an, weil das ist normalerweise nur in deutlich teureren Geräten zu finden, weil meistens ist es dann so, wenn ihr voll aufdreht, dann fängt das Ganze an, unklar zu werden und unsauber zu werden. Und das ist hier halt eben nicht gegeben. So, und jetzt auch noch ein Beispiel aus der Praxis.
gucken wir uns auch noch kurz den Bereich schwimmfähig und IPX7 an. Dazu habe ich hier die Box mit dem Wasser aufgestellt. Parallel läuft natürlich Musik. Und wir gucken jetzt einfach mal, was passiert, wenn das Ganze ins Wasser geht. Hoffentlich bleibt es an, sonst ist es nämlich direkt kaputt. Aber es sollte ja normalerweise da auch entsprechend IPX7 zertifiziert überhaupt kein Problem sein. Und ihr seht hier, ich muss es runterdrücken. Das ist diese Schwimmfähigkeit. Es geht halt nicht unter. Ihr könnt es quasi ins Wasser werfen und es schwimmt. Und ihr seht hier, wenn ihr Bass anhand von Tropfen, die in die Höhe schießen, messen wollt, dann können wir sagen, das hier ist auf jeden Fall bassmäßig eine große Geschichte, denn es ist bis an die Kamera gespritzt und bis ins ganze Zimmer, sprich auf mein MacBook, auf den Monitor und so weiter und so fort. Da hatte ich persönlich auch nicht mit gerechnet, aber es war auch vielleicht erwartbar. Also insofern schwimmfähig und IPX7 kein Thema. Aber IPX7 hilft natürlich nicht nur, wenn ihr so einen theoretischen Test, wie ich ihn gerade gemacht habe, durchführt, also sprich das Ding einfach in eine Wanne werfen, sondern natürlich auch draußen. Staubschutz ist ja durchaus, wenn man im Park ist, ein relevantes Thema, wenn dann die Pollen kommen oder einer schmeißt mit Sand, keine Ahnung, was ihr für Outdoor-Veranstaltungen macht, dann hilft das natürlich auch. Und gerade wenn dann vielleicht auch mal der Regenschauer kommt und die Box wie hier steht halt auf dem Stuhl draußen, kein Problem, sollte überhaupt kein Thema sein. Was man natürlich bedenken muss, man sollte die Box jetzt nicht über Monate draußen liegen lassen, aber ich denke, das dürfte für alle klar sein und auch ein bisschen Dreck, der vielleicht wie hier aus dem Beet oder aus dem Park oder wo auch immer herkommt, spielt halt eben bei IPX7 keine Rolle und das ist natürlich auch ganz gut zu wissen. Ja, damit sind wir am Ende angekommen und ich schildere euch nochmal ganz kurz meinen Eindruck zum Boom 2. Also die Verarbeitung ist wirklich richtig gut, für den Preis über jeden Zweifel erhaben. Das ganze Ding wiegt knapp 2 Kilo und lässt sich mit dem Henkel wirklich super gut und portabel bewegen. Überhaupt kein Problem, mal eben mitzunehmen. Die LED-Beleuchtung an den Seiten ist auf jeden Fall, wenn man das mag, eine gute Geschichte. Was man definitiv sagen muss, ist, dass der Sound für den Preis auch wirklich richtig gut ist. Die Knöpfe lassen sich gut bedienen und trotz hoher Lautstärke ist das überhaupt kein Problem, das Ganze da. Ihr könnt es auf mehrere Lautsprecher noch verteilen, auch das natürlich ein cooles Feature und wie gesagt, Bass Up ist definitiv eine Funktion, die, wenn ihr Bass mögt, für euch sicherlich eine Geschichte ist, den Knopf werdet ihr häufiger drücken. Die Laufzeit, da muss man ganz klar sagen, 24 Stunden mit Bass Up und etwas höherer Lautstärke überhaupt keine Chance, auf 24 Stunden dran zu kommen, das ist bis zu, aber man kommt auf jeden Fall gut über einen Partyabend, das ist definitiv so und wenn ihr auf leise Lautstärke geht und kein Bass Up und LEDs ausmacht, dann kommt ihr durchaus auch an die 24 Stunden ran. Das muss man dem Hersteller da ein bisschen zugutehalten. Bluetooth 5.3 ist verbaut, also nur eine der neuesten Versionen. Wie gesagt, Partycast und TWS, um mehrere Lautsprecher miteinander zu koppeln. Und insgesamt würde ich sagen, das Paket ist für den Preis, für den es angeboten wird, und ich glaube, das sind knapp über 100 Euro, ist das definitiv was, was ich mir persönlich anschauen würde. Gerade wenn man vielleicht basslastige Dinge mag und vielleicht auch von dieser Schwimmfähigkeit und der IPX7-Zertifizierung profitieren möchte. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Die Links zum Einkauf findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.